Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Teil GTA San Andreas im Singleplayer. Kurz vor Ende der letzten Aufnahme bin ich ja noch angerufen worden von diesem komischen britischen Musikheini. Ich sollte mal ganz schnell zurückkommen. Wie ihr seht, es ist noch dieselbe Session. Ich habe nur zwischendurch halt gespeichert. Und dann würde ich sagen, einfach mal dahin bügeln. In der Hoffnung, dass die vorherige Aufnahme überhaupt geklappt hat. Irgendwie habe ich nämlich das Gefühl, ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Aber das werdet ihr ja spätestens sehen, wenn der Teil online kommt. Shit, das ist falsch. Jetzt leuchtet auf jeden Fall die Festplatte rot, dass sie was aufnimmt. Da habe ich vorhin auch während der Aufnahme irgendwie gar nicht dran gedacht. So, einfach mal stumpf einparken. So, Caligulas Casino. Waffen sollte ich wegpacken. Oh, sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. So, wo muss ich jetzt hin? Entschuldigung. Ja, so ist doch echt viel los hier. Naja, egal. So, roter Kreis. Intensive Care. Oi, Rosie, liven yourself up. Carl's here. Hello. What's happening? Hey, there's some top fanny down at that pool, Pabsy. Leave it out, Dimlo. What's wrong with you? Well, are you going to tell him or shall I? I'm really screwed. Crack on, Rosie. Spit it out. I threw it all away. Okay. I had the power, the money, the ladies, but I couldn't lay off the blow. So I went into rehab, and everything went to shit, but so what? So when I came out, I started representing the Liberty City mob again, and that's how I ended up here. But no one family would trust another family to run the casino, so I was put forth as a neutral party. So now I spend my days waiting for one family to cap me and blame the other one. My only friend is a bird named Tony. I never fucked anyone over in my life who didn't have it coming to him. Shit, let me think about this. You're gonna have to break it down for me real quick. Okay, okay. The Sindacos are on the warpath. Okay? I mean, something terrible has happened to Johnny. I mean, he's in a shock-induced coma at the hospital across town. Now the Ferrellis, they will take this opportunity to rub him out. Now, if any hit between the families succeeds on my turf, I will get the axe, bullet, machete. Okay, whatever. Okay, relax. I'ma shoot over to the hospital and move the body or something. There you go, my love. Things ain't so bad, are they? Bada bing! Okay. Da ist mein Taxi. So, Gefährt habe ich. So here I am, about to try and rescue some guy that's scared half to death. If he wake up through all this, I'm screwed. So, wo ist denn hier überhaupt das Krankenhaus? Müsste, glaube ich, am Flughafen irgendwo sein, ne? Binko? Ich glaube, hier bin ich schon halbwegs richtig. Ja, toll, jetzt wird er hier nochmal ab. Knallschote, ey. So. Sir, can I help you? Yeah, I'm here to pick up Mr. Sindaco. Mr. Sindaco? There must be some mistake. An ambulance just picked him up. Oh, okay. Thank you for your help. Okay, dann waren wir also zu langsam. So, jetzt müssen wir den Krankenwagen finden. Hoffentlich haben wir auch gleich beim ersten Mal den richtigen. Nicht ausgehe. Ich fahre erstmal hier rum. Das ist ein Bus. Er müsste eigentlich auf dieser Straße hier sein. Und da vorne sehe ich ihn auch schon.
Okay, das ist der falsche. War auch irgendwie klar, dass man nicht gleich beim ersten Mal den richtigen erwischt. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier auch so ein bisschen randommäßig gemacht ist. Ja, witzig. Finde ihn, bevor der entkommt. Hier muss noch irgendwo einer sein. Feier schon so schnell ich kann. Außerdem steht der Krankenwagen da gerade. So. Wobei ich auch mal vermute, dass das der falsche ist. Ja, hallo, ich mein's ja ernst. Wie soll ich das denn? Seid ja witzig. Ich habe einen kaputten Reifen. Soll ich den jetzt abknallen oder wie? Oder wie haben die sich das gedacht? Hallo? Könnt ihr mal aufhören, auf mein Auto zu schießen? Ihr Arschlöcher. Hallo. Hallo. Ist doch kacke, wenn die Karre kaputt ist. So, und da guck ich nach da. Ich muss mich erst an die neue Tastatur gewöhnen, deswegen ist das hier alles ein bisschen hanebüchen, was ich hier mache. Oh, what you doing, my wheel? All right, who's messing with Pirelli business? Yeah, who's got a death wish? Thanks, homie. Fahre Johnny in die Fleischfabrik? Was für eine Fleischfabrik? Warum Fleischfabrik? Weiß auch wieder keiner, oder? So, einfach mal Vollgas geben. Ich werde ungern verfolgt. So, hier nochmal rechts abbiegen. Und dann müssten wir eigentlich auch gleich schon da sein. Du, 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 du. Ja, da vorne ist sie. Ja, wie gesagt, das mit dem Schießen, das muss ich mir nochmal zu Gemüte führen aus dem Auto. Weil einfach die Sache ist, ich habe den neuen Laptop gekriegt und muss ich mir erst dran gewöhnen, wo die Tasten sind. Und da mögt ihr mir das bitte verzeihen. Hey Johnny, how you feeling? I didn't think he was gonna be discharged till tomorrow. Nö, wird heute schon entlassen. So. Damit haben wir auch die Mission erfüllt. Schade, dass ich bei beim Ford Dragons keine Autos speichern kann. Das wäre nämlich eigentlich ganz cool. So einen Krankenwagen speichern, das hätte schon was. Na, warum stehen die hier alle quer auf der Straße? Weiß auch wieder keiner. So. Hier rum. Da rum.
Ich glaube, wenn ich wirklich einen Patienten drin hätte, der wäre schon längst seekrank geworden oder irgendwie an der Wand zerschellt bei meiner Fahrweise. Was? Wer ist mein Krishna? Was habt ihr für Probleme? Oh, warte mal, ich will mal eben gucken. Hier konnte man ja irgendwo noch was kaufen, genau da. Nur mal so für Spaß gucken, was sowas kostet. Vor allem, was das ist. Oh, 6.000 Dollar. Oder kann man mal mitnehmen. Hab ja genug. Irgendwo war nämlich noch was zu kaufen. Mal schauen. Erstmal diese blöde Sirene abstellen. Hallo. So. Na, hier geht's ja gar nicht raus. So eine Kacke. Irgendwo hatte ich hier auf dem Strip doch noch was gesehen, was man kaufen konnte. Genau das da. Das wollte ich mir sowieso mal aus der Nähe angucken. Falls ein Telefonanruf kommt, nehme ich nicht ab. Na, kletter mal rüber. Ich wollte auch immer schon vorm Eingang zu meinem Haus so geile brennende Totenschädel haben. Oh, was kostet das? Pirates in Man's Pants. Auch 6.000. Oh, mitnehmen. Bam, bam, bam. So. Ist da noch was käuflich zu erwerben? Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich fahr einfach nochmal ein bisschen rauf und runter. Da ist noch was. Das kann man... Ah! Oh, cool. Sogar halbwegs geländegängig, dieses komische Teil. Ne, da wollte ich hin. Auch 6.000? Warum kostet das hier alles nur 6.000? Ich dachte immer, auf dem Strip wäre das so teuer. Einfach mal kaufen. Damit habe ich jetzt drei Hotels. Hm. Leider werfen die keinen Gewinn ab, sondern sind einfach nur Speicherpunkte. Ja, du mich auch. So. Na, wie gesagt, nachdem ich jetzt ein bisschen Geld ausgegeben habe und ein paar neue Speicherpunkte erworben, würde ich einfach mal stumpf behaupten, das soll es für heute gewesen sein. Hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Teil. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dann, tschüss.